endlich normale Leute. War das der Tom Gerhardt, der das gesagt hat? Wie geil ist das denn hier in Bangkok? Und guck dir das mal an. Endlich mal Leute. Hier im Park hätte ich mir ja nicht gedacht. Guck dir das an. Alle ohne der Affenwindel hier. Ne, nicht alle. Zwei haben natürlich eine. Aber nur zwei, das ist ja unglaublich wenig, oder? Ein Traum. Ein Traum. Wow, ein Paradies für mich. Savatekap. Sehr schön. Ich bin jetzt hier im Lumpini Park und gehe ein bisschen spazieren im Lumpini Park. Das ist richtig schön. Also ich freue mich richtig, dass der Lumpini Park, dass der auf hat und nicht geschlossen ist. Ich weiß nicht, ob ich da Chinatown noch einmal hin sollte. Na, wahrscheinlich eher nicht. Lumpini Park ist super. Warum ist es super? Es ist wahrscheinlich wieder Central Park in, bekannt wie der Central Park in New York. Hier der Lumpini Park. Weil der Central Park ist, glaube ich, größer. Der Lumpini Park in Bangkok. Und das einfach schön ein bisschen zu spazieren. Bewegen ist sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Gerade in Grippezeiten ist es ja ganz wichtig, dass man sich bewegt, dass man den Körper tüchtigt, sein Immunsystem stärkt dadurch. Körper, wie der Herr Professor Doktor, ich glaube, das ist nur Herr Professor Magister Doktor, der ist, glaube ich, kein Doktor, nur einfach Doktor Helmut Eigelsreiter immer gesagt hat, Körper pflegen durch Bewegen. Und nicht schonen durch Sitzen und Wohnen. Das war so irgendwie sein Spruch und da hat er absolut recht gehabt. Der war eine Ikone in meinem Leben im Bereich Fitness. Guck dir das an, wie schön. Das gibt's ja gar nicht. Also wunderschöne Grüße hier, mitten aus dem tropischen Thailand. Aber ich bin halt eigentlich in Bangkok im Betonkessel. Und es ist einfach schön, hier ein bisschen durch den Park zu spazieren. Ganz ehrlich, mir macht dieses ganze Corona-Gedöns, es ist wirklich schwierig. Also auch für mich wahrscheinlich ist es, nein, es ist ja offensichtlich nicht für jeden schwierig. Aber es ist, glaube ich, für jeden schwierig, der nicht, na, nicht wahrscheinlich. Aber ich habe so das Gefühl, wie ich wäre bei der Bundeswehr. Bei der Bundeswehr war es so, sinnlose Sachen, die nichts bringen, aber du musst sie machen. Einfach nur eine Lebensverarsche. Da muss ja irgendwann einmal den österreichischen Staat auf Milliarden klagen für den Schaden, den die mir mit der Bundeswehr da angetan haben. Das ist ja komplett gegen alle Menschenrechte, was das war in Österreich. Und genauso fühle ich mich jetzt wieder, wie damals, wo irgendwie komplett hirnbefreit dahin marschierst, irgendwo ein Loch buddelst, das andere wieder zubuddelst, wo irgendein Vizeleutnant irgendwen anschreit, weil er nicht schnell genug am LKW ist und ich dann der Arsch bin, weil ich zum der Vizeleutnant selber so eine, damals hat man noch gesagt, so eine fette Sau, der noch nicht mal sein Bein heben konnte, um überhaupt raufzuklettern. Also der konnte noch nicht mal am LKW raufsteigen. Weil der, wie man damals gesagt hat, so eine fette Sau war. Und genau so ist das jetzt danach. Die unkompetentesten Leute haben die meiste Macht. Es ist gegen wieder die Natur, glaube ich, wie es momentan, wie es auf der Welt zugeht. Aber eh schon wahrscheinlich lange. Aber auch nicht wieder die Natur. Irgendwann, wenn es wieder die Natur wäre, dann wäre es ja nicht so. Aber halt unverständlich für viele Leute. Schau dir das an. Das haben die nicht nur einmal abgesperrt jetzt, dass du da nicht nur einmal nicht reinkommst, sondern das ist hier gleich tausendmal abgesperrt. Was ist jetzt der Sinn, dass du im Park hier überall rumlaufen kannst? Überall. Aber hier eben nicht. Hier ja nicht reingehen. Also die Katze ja, falls man die in der Kamera sieht. Und das meine ich so mit, das wie beim Bundesheer, einfach sinnlos, oder? Ich meine, welchen Sinn ergibt das? Du kannst hier im Park gehen, aber hier darfst du nicht durchgehen.
Das gibt das einfach sinnbefreit. Aber schön der Park, oder ist das schön? Ich weiß nicht, wie es bei dir in Deutschland aussieht, aber wird wahrscheinlich auch nicht viel besser sein. Da ist ja, habe ich irgendwas gelesen, mit nicht 15 Kilometer weiter als vom Wohnort und so weiter. Da denke ich mir, ja, das ist ja, also Bundeswehr, Bundesheer, ich weiß gar nicht. In Deutschland sagt man, glaube ich, Bundeswehr. In Österreich heißt es ja Bundesheer. Also bei uns geht es nur um die Heeren. Weil wehren können wir uns in Österreich eh nicht. Weil mit dieser, das war ja schon eh das Ding, weißt du. Gegen wen hätten wir uns wehren können? Gegen Luxemburg und Liechtenstein, oder? Alle anderen hätten uns ja sowieso platt gemacht immer. Oder würden wir uns auch heute noch platt machen im Endeffekt. Ja, und auch kleine Länder. Wahrscheinlich die Albaner, viel weniger Einwohner, aber weil die mehr Kampfgeist haben, würden die Österreich sowieso platt machen, bevor wir bis drei zählen könnten. Und ja, diese Corona-Zeit ist wirklich für mich so ein Stück weit echt wie Bundesheer. Und ich habe heute ein Video, vielleicht vergesse ich es nicht zu verlinken, der heißt Martin Werle. Der macht so Karrierecoaching auf YouTube, oder nicht auf YouTube, auf YouTube. Der hat einen YouTube-Kanal, aber macht so Karrierecoaching und hat auch einen YouTube-Kanal. Und ich weiß noch, wo ich den das erste Mal gesehen habe, der sah halt für mich sehr komisch aus und wie er spricht. Und ich habe damals mir halt gedacht, ich könnte mit den Typen wahrscheinlich nicht. Und trotzdem ist er mir aufgefallen aus dem Ding, das erzähle ich dir jetzt, dass du mal so siehst im Bereich, oder wie ich umgehe mit dem Selbst, mit dem Vorurteil. Ich weiß zumindest, mein Unterschied ist ja, dass ich weiß, ich habe ein Vorurteil. Und dann beobachte ich die Leute ja trotzdem, weil mein Vorurteil falsch sein kann. Und ich habe den dann aber trotzdem immer, das ist bei mir auch, wenn einer total anders ist, so von der Einstellung oder vom offensichtlichen Ersten und nicht auf meiner Schiene ist, kann ich ja die Leute trotzdem respektieren. Also ich habe denen jetzt nie irgendwie was Blödes geschrieben, obwohl ich den manchmal echt super arg fand von der Art und Weise. Also der ist jetzt ja nicht... ist eh politisch, also, oder vielleicht, weil der politisch zu korrekt war oder so, ich weiß es nicht, der hat zwar ich finde seine Art exaltiert, sagen wir es einmal so, exaltiert, because er hat der Flair, hat der Falco mal gesungen in einem Lied, ey, mit Rocky Amadeus war das, oder? Und ja, da auch die Salah oder was das auch immer ist, das Chinesen, der Chinesentempel da drüben geschlossen, aber schau, wie super, ha? Der Chines hier, nichts mit der Maske, hinten kommt ein Falang, glaube ich, daher, der hat die Affenwindel drauf. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Lot. Sabadikap. Servus. Bonjour, Pempasalai. Ah, you call it the Wuze Francais, you are not French people? No, I'm from Austria. Ah, so excuse me. Ah, you're French. Parlez-vous not, Francais? Oui. Ah, I cannot speak French. Very, very sorry, because... But you look like Chinese. My parents came from China. Ah, okay. And I was born in... Thailand? In Thailand. And I study for more than 10 years in French. So why I speak French as my second language? Okay. Who passed the Thai got it, man? Absolutely. They laugh. It's cool. Huh? Okay. Jog deep in my nose. Jog deep in my cup. Wie geil, oder? Das freut mich so ein bisschen trotzdem noch. War schön, obwohl der mich so böse, zuerst dachte ich mir, der guckt mich böse an, wieso guckt denn der so böse? Ja, beim Werle sind wir stehen geblieben, bei Martin Werle, glaube ich. Und der hat ein Video, ja, was ich eigentlich gesagt habe, der hat trotzdem meinen Respekt, weil er einfach kontinuierlich immer das gemacht hat, was er macht, obwohl ich ihn exaltiert finde oder empfinde. Aber es heißt ja nicht, dass er exaltiert ist, es ist ja nur, dass ich so empfinde und das verstehen viele nicht. Dass ich nicht urteile über andere, sondern dass ich einfach feststelle, wie ich die Welt sehe. Und deswegen kein Urteil fälle über jemanden. Doch eigentlich ein gutes Urteil über ihn. Weil er hat jetzt ein Video rausgebracht, auch mit den ganzen Corona-Schäden.
mit den Corona-Toten und auch so unter dem Motto, die meisten Toten sind nicht am Virus und auch nicht mit dem Virus gestorben, aber in Zusammenhang mit dem Virus. Nicht, weil der Virus in ihrem Körper ist, sondern durch die ganzen Maßnahmen, die von wem auch immer, ob das die WHO ist oder ich weiß ja auch nicht wer, eigentlich da umgesetzt werden, brutal, ohne irgendwie, also hirnbefreit, ganz einfach hirnbefreit. Nein, nicht hirnbefreit, man kann es ja nicht sagen, es ist ja, es ist schwer, das ist auch falsch, was ich jetzt gesagt habe. Es ist, ja, die Leute schaukeln sich gegenseitig, also eigentlich ein richtiges Phänomen für mich, wie sich das so gegenseitig aufschaukelt. Und wie man das halt auch so erlebt, also was mich halt traurig macht, ich wusste ja vorher schon, dass die Menschen im Schnitt, dass der durchschnittliche Mensch so ein SS-Nazi ist, von der gleichen Brutalität, jeder Durchschnittsmensch, den du auf der Straße siehst, aber jetzt an, merkt man es halt noch mehr, die böswillige Fratze von uns Menschen. Ich nicht. Weil ich halt eine Ausnahme bin und es gibt ein paar Ausnahmen, aber halt so der Durchschnittsbürger. Die Mitläufer, ne? So wie das ja, genau wie ich das eigentlich vor einem Jahr schon mal gesagt habe, da habe ich genau zu dem Thema, habe ich gesagt, die Welle. Und genau da sind wir jetzt. Also nur einmal als Beweis, kannst ein Video ja gucken. Also nicht vor einem Jahr, da hat Corona schon angefangen, glaube wahrscheinlich vor 8-9 Monaten, kannst du mal gucken. Wenn möchtest, kannst du auch gerne einen Kniefall machen, weil du wahrscheinlich noch nie so jemanden Intelligenten gesehen hast wie mich, der eben das so genau intuitiv schon gewusst hat. Ich habe das damals verglichen mit der Welle und die Welle ist ein Nazi-Film und dass die Menschen komplett so drauf sind und man sieht es eigentlich. Man sieht es ganz konkret, dass die so drauf sind. Auch ich habe vom Doktor, der ist glaube ich Doktor, da Raphael Bonelli, auch ein Video geguckt, wo er von einer Patientin von ihm. Wie geil, oder? Sowas finde ich richtig geil. Wenn einer so trainiert wie der, das finde ich richtig cool. Oder so. Hauptsache Eisen, Schweiß und nicht diese Hightech-Maschinen irgendwo im Freien, zack. Ob das jetzt nicht passt oder passend ist, aber ich habe. Genau. Und so bin ich ja, das ist so mein Ding für das Thema Fitnessstudio. Deswegen war ich ja in Chiang Mai so lange in diesem abgewrackten Fitnessstudio, weil das war halt noch der Geruch von Eisen, Rost und Schweiß irgendwie, wenn du da rein bist. Und so gehört trainiert. Aber jetzt waren wir beim Bonelli stehen geblieben, der hat von einer Patientin auch berichtet, die ganz extrem angefeindet ist worden in Wien, glaube ich, in der Straßenbahn, wo ein Typ gesagt hat, dann auch die maskenbefreit ist, weil die ja schwere Lungenerkrankung hat und ist in psychiatrischer Behandlung wegen Angststörungen und so weiter. Guckt er den an. Das sieht ja geil aus, aber der wird gleich auf einer Hand stehen, pass mal auf. Ah, doch nicht. Maskenbefreit ist, jetzt kommt die Musik wieder, da gehen wir zuerst woanders hin, damit die fertig geht. Und die dann, wo der dann irgendwie ein Typ riesengroß und sagt zu ihr, solche Leute wie dich gehören weg, hat sich da vor dir aufgebaut, die hat sich in die Hose geschissen, ist dann glaube ich aus der Straßenbahn vor lauter Panik ausgestiegen. Und das ist das, genau das, was im Zweiten Weltkrieg in Deutschland passiert ist. Genau das, dass Leute gesagt haben, du gehörst weg, weil du anderes Blut hast oder sonst irgendetwas. Und genau da sind wir jetzt wieder. Und genau das, was ich eben gesagt habe mit der Welle und wie die Leute mitmachen, wie brav sie sind, wie sie sich freuen. Vielleicht ist das auch super für so Hartz-IV-Empfänger. Das haben die vorher nie einen Lebenssinn gehabt. Das meine ich jetzt ja nicht böse oder irgendwie, sondern tatsächlich, da sitzt zu Hause und hat irgendwie sucht einen Lebenssinn. Jetzt kriegt er einen Job als Staatspolizist sozusagen und dann erfüllen die den mit, wie das halt, wie die Welle, guckt er die Welle an, anders war es Bundesheer ja auch nicht, deswegen wollte ich da eigentlich nie hin, weil das immer schon, guckt er den an, guckt er es an. So, ich habe eh fertig gesprochen, jetzt an,